Ah, hallo, schöne Welt. Sie schläft noch. Ah, wundervoll. It makes me very fun. Schöner Tag heute, ja? Na, Bursche? Lust auf eine kleine Wette fürs Rataya-Turnier? Nein, Mann, gerade nicht. Ich bin heute auf dem Weg nach Ushitsu tatsächlich. Und, oh ja, Entschuldigung. Ich würde gerne auf mein Pferd steigen. So, Peschek, wir sehen uns in ein paar Wochen, gell? Haust da rein, ciao, ciao. Sag Theresa, alles Gute, gib ihr einen Kuss von mir, keine Ahnung. Ja! So, auf geht's. Ushitsu ist irgendwo da hinten. Und dann reiten wir dahin. Mal schauen, was passieren wird. Mal schauen, wie Ushitsu eigentlich jetzt auch aussieht. Auch eine wichtige Frage, ne? Von daher einmal volle Kanüle. Einmal durchgerusht. Hoffe, wir erleben wieder keine bösen Überraschungen. Wir kennen das ja mittlerweile. Die böse Überraschung hat uns letztes Mal von den Füßen gehauen. Ah ja. Wunderschön. Mit so einem Pferd zu reiten hat schon was. Das Pferd. Boah, hier ist aber echt dichter Wald, ha? Alter. So. Oh, ein Bildstock. Wonderful. Ich werde tatsächlich sehr. Also im Moment werde ich gar nicht die Schnellreisefunktion nutzen. Ich will ein bisschen die Welt genießen mit euch und einfach auch mal gucken, wie schön hier alles aussieht und. Uiuiui, Moment mal, nicht so flotte. So, können wir auch mal ein bisschen langsamer laufen gerade. Ein bisschen die Welt genießen, ne? Das ja. Ist. Also. Es wäre viel zu schade, diese Welt nicht zu genießen. Ja. Und ich bin gespannt, ob uns wieder irgendwelche Räuber begegnen. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen gehabt. Das Vergnügen war sehr kurz. Die haben uns nämlich zu viert angegriffen und uns voll einen auf den Kopf gehauen. Und ich hoffe, dieses Mal passiert das nicht. Aber ich glaube, das Pferd scheut auch etwas weniger. Das heißt, alles gut, alles gut. Übrigens, das ist auch krass. Wir haben einfach so ein richtig Billo-Pferd bekommen. Also richtig so. So ein Pferd, was man so. So B-Ware, weißt du? So, übelste B-Ware haben wir einfach von dem Herrn. Nicht Ratzig, sondern von Hanusch bekommen. Da dachte ich mir halt auch schon so, ja, jetzt beruhig dich mal, ja. Aber hey, das Pferd hat uns getragen. Jetzt ist es weg. Ist auch irgendwie schade. Man hat sich auch so ein bisschen an das Pferd gewöhnt. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich meine, ich weiß gar nicht, in wie viel der Folge wir jetzt schon sind. Oh, wir haben Reitstufe bekommen. Das ist zum Beispiel auch gut, wenn wir eine Reitstufe bekommen. Macht ja. Auch schon Sinn. Übrigens, was halt auch Sinn macht, ist hier rumzureiten. Um die Karte ein bisschen zu entdecken. Dann wissen wir zum Beispiel, vielleicht finden wir ein Dorf, vielleicht finden wir irgendwas Spannendes, Bilderstücke oder sowas. Also die Karte würde ich schon versuchen, 100% aufzudecken und gegebenenfalls tatsächlich alles zu machen. Und ja, deswegen passt das schon. Ach ja, wunderschön. Dann machen wir mal weiter, mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Da war ein schöner Bilderstock, muss man zugeben. Einen ganz kurzen Moment. So, da bin ich. Entschuldigt, ich habe voll den Niesanfall bekommen. Ja, sorry, ich will jetzt nicht doch mal ins Mikro schnauben. Das ist halt echt übel. So, jetzt aber reiten wir in Ruhe weiter nach Ushitsu. Oh, hier waren wir doch schon. Und tatsächlich durch den Wald. Gibt es einen anderen Weg? Tatsächlich gäbe es einen anderen Weg. Und den sind wir jetzt nicht geritten. Ah, doch, wir müssen hier lang. Alles gut, wir müssen da lang, wir müssen da durch. Ach ja, wundervoll. Und ich glaube, hier müssen wir sogar lang. Also von daher ist das schon ganz gut gewesen, dass wir hier lang geritten sind. Und wie gesagt, ich will halt so viele Routen wie möglich probieren. Zumindest die Wege frei haben. Das wäre mir wichtig. Und alle Orte entdecken. Müssen wir hier lang? Ja. Hier ist doch noch irgendwas. Ach, sind das wieder Köhler? Ach nein! Jetzt weiß ich, wo wir sind. Natürlich. Hier haben wir gejagt. Ja.
Hier war das Kumandorf. Ja, 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 ja. Alles gut, alles gut, alles gut. Hier können wir hochjagen dann. Das ist alles gut. Hier waren wir nämlich schon. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, woher haben wir das denn aufgedeckt? Aber hier über dieser Jägerstand. Das ist voll in Ordnung, ey. Oh, da vorne ist ein Gebäude. Reiten wir mal hin. Was ist hier? Steigen wir mal ab. Voll die Absteige. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie, ist hier jemand zu Hause? Wir könnten rein. Hallo? Wer ist da? Was war das? Die schlafen. So früh am Morgen noch am Schlafen, was ist denn los mit euch? Ich hätte einen Bogen und einen Pfeil. Sehr gut. Sind wir viel zu früh losgeritten oder was? Was ist los mit euch? Ja. Wallahi. Ich glaube, ich gehe hier noch ein bisschen pflücken. Guck mal hier. Distel. Und Wermut. Oh, wir müssen uns noch irgendwo mal Wermutsgeist holen. Also die Möglichkeit, überhaupt Wermutgeist zu brauen, wäre nämlich auch mal ganz nett. Ich will auch generell alle Tränke haben. Ich will einfach alles haben. Ist ja alles, alles hier. Oh krass, wie viel Löwenzahn. Oha. Heavy. Alles Brennnessel. Oha, heavy. Löwenzahn. Ringelblume. Einfach mal so über die Felder gehen. Ein bisschen was sammeln, ne, für unsere nächsten 1 Million Euro. Was haben die hier? Groschen. Groschen, Groschen. Also, wie gesagt, Ringelblume, also Aquavitalis herzustellen. No, also echt kein Problem. Das ist halt das Coole an dem Spiel. Wenn man sich auskennt, wenn man sich tatsächlich ein bisschen mit den Tränken beschäftigt, weil die geraten zunehmend, meiner Meinung nach, in Hintergrund im Spiel. Weil, also ich habe die nie gebraucht so wirklich. Man kann saucoole Sachen damit machen, man kann Gegner vergiften und so weiter, aber es hat mich nie gefixt, angefixt so wirklich. Also, aber jetzt so, hey, ist das schön hier. Meine Güte, ist das schön. Obala. Ich liebe Natur. Ich liebe diese Natur auch hier. Ich finde, das Schöne ist, und das muss ich den Entwicklern einfach mal lassen, wir stehen jetzt hier auf dem Feld, so, ne? So neben dem Weg. Gut, Weg kann ja sein. Und es ist einfach still. Es kommt leise Musik. Das ist unser Pferd. Wermut, ist so viel Wermut hier. Und Löwenzahn. Wie gesagt, wir brauchen das Zeug eh irgendwann mal. Ah. So. Aber mal ein bisschen Natur genießen. Ah, Moment. Ich könnte gerade das ganze Zeug bei ihm reinwerfen. Der ist fit genug. 508. Okay, ich darf keinen Löwenzahn mehr sammeln. Sonst sitze ich bis die nächsten 100 Jahre hier. Interessanter Ort. Was ist hier ein interessanter Ort? Weiß ich nicht. Übrigens, Ja. Wie gesagt, es können ziemlich viele Sachen getriggert werden hier. Also von daher ist das Reiten durch die Welt immer ganz cool. Also du erlebst unglaublich viel. Wenn du schnell reist, kann es auch sein, dass du überfallen wirst. Also das ist schon möglich. Finde heraus, wo der hinkende Bandit ist. Okay. Buschütze haben wir jetzt entdeckt. Okay. Ich würde mal zur Kirche gehen, weil wo die Kirche ist, ist immer das Stadtzentrum. Von dort aus könnten wir ja mal gucken. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig reiten. Hm. Oh, was ist da unten los? Huch. Aha. So. Die müssten was wissen.
Ich bitte euch, Leute, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Wenn es das ist, was du nichts zu sehen nennst, würde ich gern wissen, wie was zu sehen bei dir aussieht. Bitte was? Beim heiligen Petrus. Ich kann nicht mehr. Wir müssen Herrn Hanusch benachrichtigen. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. Wer bist du? Heinrich aus Galitz. Ich stehe im Dienste von Hanuschs Hauptmann Bernhard. Und untersuche den Überfall auf Neuhof. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen. Nun, ich bin der Vogt von Uschitze. Und ich sage dir, solche Art von Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Was lässt dich denken, das hier hätte etwas mit Neuhof zu tun? Einer der Leute vom Gestüt hat unter den Banditen einen Uschitzer erkannt. Wir haben hier bei uns keine Banditen oder Mörder. Ach ja? Es heißt, er würde hinken. Verflucht. Nun darf ich vorstellen, der hinkende Heinz. Oder was von ihm übrig ist. Oh, hi. Wow. Sakra. Boah, warum kann es nicht mal leicht sein? Ich sollte mich umhören und den Leuten ein paar Fragen stellen, wenn ihr nichts dagegen habt. Mitnichten, du kannst mir den ganzen Schlamassel sehr gern abnehmen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt noch herausfinden möchtest, aber nur zu, frag so viel du willst. Ei. Oh, die haben den aber zerpflückt. Ist das eklig. Halleluja. Erstmal... Wer war der hinkende Heinz? Ein armer Kleinbauer und Schurke. Überrascht mich nicht sonderlich, was ihm zugestoßen ist. Er hat sich mit allerlei Gewürm umgeben und ist immer in Schwierigkeiten geraten. Raufereien im Wirtshaus und dergleichen. Ja, toll. Ist hier etwas Verdächtiges aufgefallen? Erstmal, ja okay, warum hinkte er? Ist eigentlich total irrelevant. Das ist nur ein bisschen Geschichte zu ihm. Ist hier etwas aufgefallen? Führte er in letzter Zeit etwas im Schilde? Weiß nicht. Die letzten paar Tage ging er nirgendwo hin. War die ganze Zeit zu Hause. Aber er hielt immer alle aus dem Dorf auf Abstand. Hey, toll. Hatte er Freunde? Hatte er Freunde oder Verwandte im Dorf? Keine. War ein Eigenbrötler. Ach, shit. Hab ihn schon lange nicht mit irgendwem gesehen. Blöd. Und, ja. Weißt du zufällig, wo er in der Nacht des Überfalls auf Neuhof war? Nein. Hielt sich von anderen fern. Und man wusste nie, ob er weg war oder sich daheim verkrochen hat. Ja. Fragen wir ihn trotzdem. Woher hat er das Hinkebein? Von irgendeiner Schurkerei oder Rauferei. Lange her. Okay. Also er war kein unbeschriebenes Blatt. Wann habt ihr die Leiche entdeckt? Ist irgendwem etwas aufgefallen? Gerade eben. Keiner hat was gesehen oder gehört. Ich weiß nicht, wie die ihn so ausnehmen konnten, ohne dass jemand seine Schreie hörte. Boah. Ja, ist auch wieder wahr. Ich möchte lesen lernen. Und fragen wir das. Wen sollte ich fragen? In Uschitze lebt ein Schreiber im Ruhestand. Geh zu ihm. Sehr gut. Also wir können noch mal mehr lernen. Lesen ist schon mal sehr gut. Okay, wir müssten auch mal nachfragen. Hey, Pavel, sag mal. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Mhm. Erzähl mal. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Natürlich. Frag ruhig. Was war der hinkende Heinz für einer? Hast du in letzter Zeit etwas Verdächtiges gemerkt? Was hat Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getrieben? Erzähl mal. Dieser Heinz, der umgebracht wurde. Wie war er so? Er war ein Säufer und immer auf eine Rauferei aus. Keiner hat ihn gemocht, aber so ein Ende würde ich niemandem wünschen. Mach Sachen hier. Hast du in letzter Zeit etwas Verdächtiges gemerkt? Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn eine ganze Weile nicht mehr zu Gesicht bekommen. Weiß nicht, wo er sich umgetrieben hat. Mhm. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Kein Schimmer. Scheiße. Sag mal. Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Er war ein Eigenbrödler, hatte nicht mal in der Schenke Freunde. Okay. Das ist alles. Danke. Also viel haben wir jetzt nicht erfahren. Gott über dich wachen. Lumia vielleicht? Es ehrt mich, dass ein Ritter wie... Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen?
Ich weiß nichts darüber, aber frag so viel du willst. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Hab ihn nicht gut gekannt. Hat nicht viel geredet, selbst in der Schenke. Okay. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Jetzt, wo du es sagst? Er war gestern in der Kirche. Ah. Hat sogar mit dem Pfarrer geredet und gebeichtet. Hab mich gefragt, was er im Schilde führt, wenn er sich plötzlich dem Glauben zuwendet. Aber Gott vergibt wohl alle Sünden. Ach so. Weißt du noch weißt was? Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Bin tief in der Nacht von der Schenke heim und hab einen gesehen, der ins Dorf gegangen ist. Hat's wohl eilig gehabt. War nur ein Schatten, der sich vom Himmel abgehoben hat. Aber nach allem, was passiert ist... Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Mit keinem aus dem Dorf. Hat in der Schenke ab und an mal neben uns gesessen, aber nie viel geredet. Okay. Das ist alles. Gott behüte dich. Okay, also wir wissen schon mal Pfarrer. Dann werden wir auch mal zum Pfarrer gehen. Hix. So, dann gehen wir mal gucken. Ja. Wir könnten auch erstmal lesen und schreiben lernen. Wäre vielleicht mal eine Idee. Zumindest lesen. Oh, wir haben einen Schnellreisepunkt gefunden. Die Kirche muss doch hier irgendwo sein. Wo war die denn jetzt? Ach, da vorne. Also gut. Gut, dass wir in Richtung Kirche schon mal wollten. Hey. Ist ja der Pfarrer. Oh. Ist das der Pfarrer? Was hat denn der in der Hand? Oh. Der trainiert. Hoppala. Herr Benediktiner. Ist ein Benediktiner. Ja, muss er. Oha. Ist gar nicht mal schlecht unterwegs. Pater Godwin. Schnacken wir mal mit ihm, oder? Ey, Kumpel. Ey. Jetzt. Kann ich dir ein paar Fragen? Möge Gottes Segen mit dir sein, Pater. Ich untersuche auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper das Massaker in Neuhof, das wohl in Zusammenhang mit einem hier verübten Mord steht. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Scheint, als setze Herr Hanusch bei seinen Ermittlungen auf Jünglinge. Aber frag ruhig. Ich hoffe, diese widerwärtige Angelegenheit wird bald aufgeklärt. Kanntest du Heinz? Was war er für einer? Eine verlorene Seele. Ein einfacher, raubeiniger Kerl. Aber ich glaube, er war kein so schlechter Mensch. Aha. Was hat Heinz an dem Tag getan, als Neuhof überfallen wurde? Weißt du, was Heinz an jenem Tag tat, als Neuhof überfallen wurde? Ja, aber so gern ich deine Untersuchung auch unterstützen würde, ich kann nicht. Weißgeheimnis. Bestimmt. Meine Schwüre verbieten es mir, darüber zu sprechen. Jo. Schwüre sind wichtiger, als gefährliche Mörder zu fassen? Die Gesetze Gottes stehen über denen der Menschen, mein Sohn. Das Beichtgeheimnis ist eines davon. Ja, das Beichtgeheimnis. Ist schon wahr, ne? Am Ende sind wir alle tot. Und am Ende bleibt was? Nichtmenschengesetz und Nichtmenschenethik. Hast du kürzlich etwas Verdächtiges bemerkt? Ist dir in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen? In letzter Zeit gab es allerlei verdächtige Vorkommnisse. Es sind unruhige Zeiten. Und Menschen wie Heinz lassen sich nur allzu leicht in etwas hineinziehen. Das hilft mir nicht sonderlich weiter, Pater. Das tut mir leid. Okay. Es muss eigentlich eine Ausnahme geben. Irgendwas muss er uns ja verraten dürfen. Das kann nicht dein Ernst sein, Pater. Es muss doch Fälle geben, für die du eine Ausnahme machen kannst. Es gibt Dinge, die sind stets gültig, egal unter welchen Umständen. Und dies trifft hier zu. Das ist leider so. Du kannst ihnen nicht mehr schaden. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich wirklich machen kann. Heinz ist tot. Ihm kannst du nichts mehr sagen. Aber wenn du nichts sagst, schadest du damit womöglich anderen. Ich würde einen Eid brechen. Einen der Grundpfeiler der Heiligen Mutter Kirche. Wenn die Leute glauben, dass auf die Heiligkeit der Beichte kein Verlass ist, wären die Folgen sogar noch schlimmer. Schlimmer als der Tod Unschuldiger? Schlimmer als Mörder, die ihrer gerechten Strafe entgehen? Niemand entgeht seiner gerechten Strafe. Tja. Pater, Heinz war meine einzige Spur zur Neuhofbande. Nur er hätte mir sagen können, wer das Blutbad angerichtet hat. Wenn ich die Täter nicht enttarne, könnte so etwas wieder passieren. Das würdest du doch nicht wollen. Nein. Aber ich darf das Beichtgeheimnis nicht verletzen. Ich mache dir einen Vorschlag. Gib mir etwas Zeit und ich überlege, wie ich dir helfen kann. Vielleicht besprechen wir das am Abend, in der Schenke, bei einem guten Becher Wein. Womöglich fällt uns etwas ein. Also schön. Danke, Pater. Gott
behüt dich. Okay, machen wir. Sehr gut. Ja, also das Beichtgeheimnis ist so ein Thema, ne? Also man kann natürlich sagen, hey, Beichtgeheimnisse, das sind Gräber, ne? Wahrscheinlich von den Priestern. Beichtgeheimnisse, ja, wir brauchen das Beichtgeheimnis nicht, wenn jemand was Böses getan hat, aber er hat schon recht. Was passiert, wenn wir das Beichtgeheimnis dann weglassen? Dann kommt keiner mehr zum Pfarrer und sagt, ey, hier, XY, das ist passiert, ich habe den und den umgebracht oder so. Und ich glaube, das ist halt auch so eine wichtige Komponente, die wir häufig außer Acht lassen. Der Priester weiß unglaublich viel, aber wenn er alles verraten würde, alles auf dieser Welt, dann würde keiner mehr zum Priester gehen. So, und der Priester ist vielleicht manchmal dann auch die letzte Hoffnung. Ne, für jemanden, der halt Mist gebaut hat. Und der Priester kann dann sagen, ey, guck mal, mach doch das oder mach dies oder, keine Ahnung, stell dich der Polizei. Aber er darf nicht verraten, was passiert ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Sache, die ein Priester sehr gut, wo ein Priester halt eben nicht nur Priester ist, und ich meine, Pater heißt ja Vater, wo der Priester eben auch ein... Wundervoll. Wo der Priester eben auch ein Vater, ein geistlicher Vater ist. Und ein Vater sollte Ratschläge geben und nicht nur dumm rumsitzen. Und das kann ein Priester dann machen. Und das ist halt, das ist dann vielleicht auch eine Möglichkeit, die der hier auch dann eben, ja, nutzen kann. Und sagen kann, ey, guck mal, Heinz, du hast Scheiße gebaut. Haben wir schon gehört, so. Könntest du nicht einfach mal so zur Wache gehen und sagen, ey, pass mal auf. Na, ansonsten wüssten wir ja gar nicht, wer für was verantwortlich ist. Also das ist so, oh, hier ist Tollkirsch, das wusste ich ja gar nicht, wie cool. Also das ist, glaube ich, dieser Fehler, den wir häufig machen, wenn wir sagen, ja, wir müssen das Beichtgeheimnis auflösen. Das geht halt nicht. Und selbst wenn wir es auflösen würden, kein Priester würde irgendwas jemals sagen. Warum auch? Es ist halt einfach so. Du kannst einen Priester dazu nicht zwingen, also finde ich. Ne? Also von daher, ich finde gut, dass es das Beichtgeheimnis gibt. Und es hat auch einen gesellschaftlichen Sinn, warum wir ein Beichtgeheimnis haben. Aber nichtsdestotrotz, jetzt müssen wir eigentlich auf den Abend warten. Jetzt überlege ich mir, ob wir nicht nochmal lesen gehen. Aber das sind dann, also lesen lernen wir nicht an einem halben Tag. Sondern müssen dann wahrscheinlich länger bleiben und dann verpassen wir das Treffen mit dem... Bist du ein... Hey, Kumpel. Aua. Oha. Au. Komm her, Junge. Junge, nicht mit mir. Scheiß Bandit, Alter. Aua. Was war das? Oha. Komm her. Nerv nicht den jungen Mann. Hau mich nicht. Das nennst du kämpfen? Hilfe, Wache! Ist das noch ein Bandit? Oh, wir können hier auch blocken. Nerv nicht. Ich hab den Banditen K.O. gehauen, nicht dich. Ich will dir nicht wehtun. Dummer Dorfbewohner, Alter. Hey. Alles gut. Das war ein Versehen. Ich wollte nicht mit dem kämpfen. Ich habe Meldungen gehört, dass du Schlägereien provozierst. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Na komm, scheiß drauf. Wir könnten ihm sagen, Vorsicht. Jetzt haut er wieder ab. Was kann ich schon tun? Danke. Bitte sehr. Du hast für deine Verbrechen bezahlt. Ich hoffe, du lernst was draus. So, und jetzt ist der Typ abgehauen. Ist das dein fucking Ernst, oder was? Das erinnert mich immer an so, weißt du, an so Leute, die Drogen handeln und dann hält man immer den... Oh, jetzt hat sie sich gerade zu ihm gesetzt. Weißt du, das ist halt echt so ein Ding. Jetzt ist der Typ weggerannt, der was geklaut hat. Danke! Oh, krieg ich grad Kotzen, ja? Hallo, helfe ich dem ein und der... Wahrscheinlich auszusehen, habe ich den geprügelt. Oh, ich kann ausrasten. Glaubst du gar nicht. Könnten wir uns hier mittlerweile ein Hotel mieten? Mal so doof gefragt.
Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ja, Mann. Schlafplatz, sag mal an. Hast du ein Bett für die Nacht? Natürlich. Für wie lange? Immer. Nein, Quatsch. Mehrere Kann ich Nächte. Gleich für mehrere Nächte zahlen? Gut, aber gib mir ein paar Münzen vorab. Ja, klaro. Komm, wir falschen noch ein bisschen. Weil du es bist. Mehr. Komm, mach. Mein letztes an. Darauf. Ach komm. Dir wird's hier gefallen. Sehr schön. Gott behüte dich. Ja, toll, weißt du? Immer dieser Quatsch hier. Oh, weißt du? Das nervt mich jetzt gerade wirklich, weißt du? Zumal du zahlst dein Geld und auf einmal steht der Typ auf dem Rand weg. Und du denkst dir so, das ist der Falsche. Nur so am Rande. Hier ist unser Bett, ne? Oh, ist schon gut. Okay, habe ich noch was zum Wegräumen? Ja, klaro. Wir haben noch Tollkirsche gefunden. Und wir haben 2.000 Geld. Ja, wir könnten bis zum Abend schlafen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ha? Huh? Dann können wir auch ein bisschen genesen und so. Also, wir haben ja echt einen auf die Mütze. Ja, siehst du hier. Zack, gut. Machen wir bis 18 Uhr. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, wir treffen Pater Godwin noch einmal. Und reden nochmal mit ihm. Also von daher, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, bei den nächsten Folgen, bei den vorherigen Folgen. Lasst ein Abo da, das will ich auch mal endlich mal sagen. Und danke fürs Zuschauen. Auf dann. Ciao, ciao.